Tja, also das ist natürlich etwas, wo gerne sich viele, viele Gedanken drüber machen. Und natürlich habe ich mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht mit ein paar anderen, weil wir ja alle Möglichkeiten immer durchdenken müssen. Aber ich will ganz gerne sagen, dass ich eigentlich ganz zuversichtlich bin, dass der amerikanische Präsident Biden ein neues Mandat von den Wählerinnen und Wählern in den USA bekommt. Die entscheiden das ja. Aber er hat, wie ich finde, gezeigt, dass er ein sehr erfahrener Politiker ist, der sich mit internationaler Politik sehr gut auskennt und ein eigenes Urteil hat. Das hat gerade jetzt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und vieler Spannung in der Welt sehr geholfen. Und wir haben international oft und viel uns getroffen, auch hierzulande, und miteinander gesprochen. Für mich ganz, ganz wichtig. Und im Übrigen ist er jemand, der aus meiner Sicht ein bisschen gegen die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft steht. In den USA haben ihn immer viele als Middle Class Joe benannt. Das muss man in Deutschland übersetzen. Middle Class ist in den USA Arbeiter. Und viele haben ihn unterstützt, denn er hat das letzte Mal die meisten Stimmen gekriegt, die je auf einen amerikanischen Präsidenten entfallen sind bei einer Wahl. Allerdings müssen wir sagen, die zweitmeisten bei allen Wahlen hat dann der unterlegene zweite Kandidat Trump bekommen. Insofern ist da schon was los in den USA und wir können nur hoffen, dass ein so erfahrener Mann, der sich so für ein besseres Miteinander einsetzt, auch die Chance bekommt. Aber wahrscheinlich gerade deswegen hat er eine. Danke.